Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 166 Rätselraten Dritter Teil. Fast genau unter Harrys Räumen stand Hermine in dem durch Fackel erhellten Gang, in welchem sie die Tür zu Severus Büro fand. Die Prophezeiung hatte sie aufgewühlt, denn sie versprach Heilung für ihn und Erfolg für sie, doch trotzdem war sie innerlich zerrissen. Sie seufzte müde. Um diese Zeit wäre Severus noch im Unterricht, wusste sie, weswegen sie die Tür, ohne anzuklopfen, öffnete. Als sie drinnen eine schwarz gekleidete Person erblickte, rutschte ihr das Herz in die Hose. Blitzschnell drehte sich Severus wegen des Geräuschs der offenen Tür um. »Da sind sie ja endlich!« keifte er. »Endlich!« wiederholte Hermine verärgert in Gedanken. Gern hätte sie gekontert, dass sie immerhin 20 Minuten zu früh wäre, doch sein Gesichtsausdruck riet ihr, sich zurückzuhalten. Die Adern an seinen Schläfen waren ein wenig hervorgetreten, was nur geschah, wenn er wütend war. Sehr wütend. Sie hoffte im tiefsten Herzen, dass nicht sie der Anlass für seine schlechte Laune war. Nicht ein Wort kam über ihre Lippen, denn es war angemessen, die Situation zunächst in Ruhe einzuschätzen, zu prüfen, wie wütend er war und vor allem, warum. Er stürmte auf sie zu. Durch seinen wehenden Umhang sah er so aufgeplustert aus wie ein Raubtier, das sich auf furchteinflößende Art größer machen wollte, als es eigentlich war. Als sie noch ein Kind gewesen war, hatte dieses Benehmen sie manchmal eingeschüchtert und so auch heute, nach etlichen Jahren. Es war ein Brief, der ihr unter die Nase hielt. »Lesen Sie«, befahl er grantig. Noch immer hatte sie keinen Mucks von sich gegeben, blickte ihn nur mit großen Augen an. Den Brief hatte sie schnell überflogen, dann einmal gelesen. Er war vom Mungus. »Aber...« Sie hielt inne und schüttelte den Kopf. Sein Gesicht verzog sich vor Zorn, als er sie anblickte und auf eine Äußerung wartete. Doch es kam keine, weswegen er zu seinem Schreibtisch hinüberging. Die vielen Unterlagen, die dort verteilt lagen, stapelte er, bevor er sich ihr damit in einem Tempo annäherte, das sie unversichert einen Schritt zurückweichen ließ, was er bemerkte. Er blieb stehen, betrachtete sie kurz einen Augenblick und atmete einmal tief durch, um sich zu beruhigen. Wesentlich langsamer legte er die letzten drei Schritte zurück, um sie nicht noch mehr zu verschrecken. Ihr Blick fiel auf die vielen Unterlagen, die er ihr entgegenhielt. »Hier, rechnen Sie das bitte nach.« »Was ist das?« »Dem Schreiben von Professor Puddle und Professor Junot konnten Sie bereits entnehmen, dass das Gegenmittel nicht geholfen hat. Miss Parkinsons Zustand ist unverändert.« Hermine wusste nun, warum er so aufgebracht war, dass seine Arbeit nutzlos gewesen sein sollte, was für ihn ein Schlag ins Gesicht, eine Kränkung seines Stolzes war. »Ich kann mir das nicht vorstellen, Severus. Ich...« Er unterbrach. »Ich bin nicht unfehlbar. Tun Sie mir den Gefallen und rechnen Sie das nach. Sie finden in den Unterlagen alle benötigten Angaben wie Körpergewicht und Größe, sämtliche Informationen über Schlafes Bruder und die enthaltene Menge Basiliskengift, Forschungsergebnisse von Mr. Kalidita und was sonst noch hilfreich wäre, um ein Gegengift herstellen zu können. Mir muss ein Fehler unterlaufen sein. Finden Sie ihn!« Hermine musste ihre Augen schließen. Sie war froh gewesen, diese Sache längst zu den Akten gelegt zu haben. Auch ohne den Fall Pansy hatte sie viel um die Ohren. Für ihren Geschmack zu viel. Ihre Belastungsgrenze war hoch angesetzt,
wie sie damals in Kriegszeiten erfahren hatte, aber sie bemerkte, dass mittlerweile der Stress auf ihr eigenes Gemüt schlug. Als hätte Severus ihre Gedanken gelesen, sagte er, nachdem er sich zuvor peinlich berührt geräuspert hatte. Er räusperte sich erneut. Die Pastillen. Ein zaghaftes Lächeln huschte über Hermines Gesicht. Helfen Sie? Sie wusste, dass sie helfen mussten. Jeder, der sie einmal genommen hatte, konnte dies bestätigen. Severus' Bestätigung bestand aus einem knappen Nicken. Ich wollte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Sie langsam zu Neige gehen. Hermines Lächeln verblasste, als seine Worte ihr die Gewissheit über seinen Zustand vor Augen hielten. Severus, flüsterte sie besorgt. Das waren 200 Stück. Und Sie gehen zu Neige. Es ist mir gleich, was Sie tun werden, Hermine. Bitten werde ich Sie nicht darum. Eine am Tag reicht vollkommen. Severus, wie viele haben Sie täglich genommen? Sie hörte ihn kräftig schlucken, bevor er sich abwendete. Viele. Und jetzt gehen Sie bitte und rechnen Sie nach. Sagen Sie mir, wie viele Sie genommen haben. Er spitzte die Lippen und wollte die Angelegenheit hinunterspielen. 5 im Durchschnitt, nicht selten auch mal 20. Ihr war zum Heulen zumute. Jeder andere, der 20 Stück auf einmal genommen hatte, würde völlig euphorisch auf den Gängen herumtanzen und sich des Lebens freuen. Doch bei ihm schienen die Pastillen gerade mal den Stimmungslevel so konstant zu halten, damit er seines Lebens nicht überdrüssig wurde. Severus? Wenn Sie der Meinung sind, Sie dürften sich nun herausnehmen, mir die Leviten zu lesen? Sie schüttelte den Kopf und unterbrach kleinlaut. Nein, ich wollte Sie nur bitten, meine Vorstellung bei der Körperschaft der Zaubertränkemeister abzusagen. Wir können aufs nächste Jahr ver... Diesmal fiel er ihr ins Wort. Wie bitte? Warum sollte ich das tun? Weil es mir zu viel ist. Was für ein Unfug ist das denn? Meckerte er missgelaunt. Ich hab so viel um die Ohren. Das wächst mir alles über den Kopf. Sie müssen nur für 1 oder 2 Stunden an einem Podium stehen und ihren Trank beweihräuchern. Was in Merlins Namen ist daran so einnehmend? Vielleicht, konterte sie mutlos, weil es viele zeitraubende Vorbereitungen mit sich bringt. Die Versammlung ist schon im Februar und dann muss ich Ende des Monats auch noch meine Prüfung beim Ministerium ablegen. Und was soll daran so schwer sein? Es handelt sich bei der Prüfung nur um einen einzigen Tag, Hermine. Sie gehen hin, beantworten ein paar Fragen schriftlich und mündlich, punchen vor Publikum einen Standardtrank zusammen und nehmen am Ende ihr Zertifikat entgegen. Ich verstehe nicht, warum Ihnen das zu viel sein sollte. Mit großen Augen blickte sie ihn an und wägte ab, ob sie weiterhin dagegen halten sollte, doch sie entschied sich dazu, jedes Wort, das ihre Kehle hinaufklettern wollte, sofort wieder herunterzuschlucken. Schon gut. Sie hatte es nicht verbergen können, dass sie kraftlos klang. Wie viele Pastillen haben Sie noch? Warum fragen Sie? Damit Sie mir doch noch Vorhaltung machen können? Erneut musste sie ihre Augen schließen. Am liebsten würde sie die Unterlagen auf seinen Tisch legen und gehen. Irgendwohin. Ein Spaziergang mit dem Hund zum See oder ein Kurztrip nach Japan. Überall dorthin, wo sie ihren Kopf frei bekommen konnte. Nein, ich möchte nur wissen, ob ich die Pastillen herstellen soll, bevor ich mich an die Berechnung für das Gegengift mache. Sie werden erst nachrechnen. Die Pastillen sind zweitrangig. Aber wenn... Kein Aber wenn. Das Basiliskengift, das in dem Gegenmittel enthalten war, stimuliert die Nerven, Hermine. Wenn der Trank keine Heilung gebracht hat, dann muss ich davon ausgehen, dass Miss Parkinson eventuell unter Nervenschmerzen leidet, was sie niemandem mitteilen kann. Höllenqualen, Hermine. Könnten Sie mit dieser Vorstellung leben? Sie war so schockiert, dass ihr die Worte fehlten. Gehen Sie und nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen. Aber nichtsdestotrotz erwarte ich, dass Sie nicht trödeln. Das hier? Er tippte auf die Unterlagen in ihren Händen.
hat absolute Priorität. Verstehen Sie? Ihr blieb nichts anderes übrig, als zu nicken. Mit einem mulmigen Gefühl begab sie sich in den vierten Stock, breitete ohne Umschweife die Unterlagen auf ihrem Tisch aus und machte sich daran, mit den vielen Anhaltspunkten eine Formel zu erstellen, während sie die Berechnungen von Severus weit weglegte, denn sie wollte sich nicht von ihnen beeinflussen lassen, wollte nicht riskieren, dass sein vermeintlicher Denkfehler auf sie überging. Dem Abendessen blieb sie fern und auch Severus wurde vermisst, als Harry am Lehrertisch zwischen Remus und Neville Platz genommen hatte. Mit seinem alten Schulfreund unterhielt er sich über alles Mögliche, aber vor allem prächtig. Neben sich vernahm Harry, wie Remus jemand fragte. Wo ist der Albus? Minervas Stimme antwortete mit hörbarer Verbissenheit, dass Albus bei Filch wäre und ihm bei seiner Arbeit helfe. Harry verschluckte sich an seinem Grünkohl. Sein Hals kratzte fürchterlich. Doch ein Schluck Kürbissaft schaffte Abhilfe. Er wagte es nicht, seinen Kopf zu drehen, denn er spürte jetzt schon die bohrenden Blicke Minervas, die sich darüber ärgerte, dass Albus die spaßig gemeinte Strafarbeit von ihm ernst genommen hatte. Remus? Der Angesprochene beugte sich nach hinten, damit er über Harrys Rücken hinweg Neville ansehen konnte, der ihn darüber unterrichtete. Pomona hat gesagt, du kannst das Buch heute Abend noch holen. Sie selbst hat noch zu tun, aber so gegen 21 Uhr erwartet sie dich. Oh, vielen Dank, ich werde pünktlich da sein. Harry lehnte sich zurück. Was für ein Buch? Naja, begann Remus ausweichend. Du weißt schon, hat mit der fehlenden Zutat zu tun. Ihr habt sie gefunden? Wollte Harry wissen. Remus schüttelte den Kopf. Noch nicht, aber das Buch kann sehr hilfreich sein. Da soll beschrieben stehen, wo man die Pflanze findet. Sie wächst hier, in Schottland. Neville nickte bestätigend, als er von Remus angesehen wurde. Drück die Daumen, im Moment! Harry verbat sich selbst den Mund, denn er konnte hier schlecht über die Prophezeiung sprechen. Im Moment? Wiederholte Remus neugierig. Nicht hier, Remus. Ich weiß nicht, ob du davon überhaupt erfahren solltest, aber andererseits... Er legte den Kopf schräg und dachte einen Augenblick nach. Warum eigentlich nicht? Mehr Köpfe könnten das Rätsel schneller lösen. Neville wurde hellhörig. Rätsel? Ein Seufzer entwich Harry. Ja, ein Rätsel, zumindest etwas Ähnliches. Luna ist gut in sowas. Ich weiß, Neville, aber das würde wirklich den Rahmen sprengen, auch noch sie damit zu belasten. Ein Moment des Schweigens trat ein, in welchem Neville ein Schälchen Karamellpudding zu sich heranzog. Wo sind eigentlich Hermine und Severus? Fragte Remus, weil er vermutete, dass Harry es wissen könnte. Mit den Schultern zuckend erwiderte Harry, zusammen arbeiten? Zwar arbeiteten Severus und Hermine momentan nicht zusammen, aber jeder für sich. Und zwar an der gleichen Sache. Severus rechnete und blätterte, rechnete erneut und schaute in seinen Unterlagen nach. Doch immer wieder kam er zum gleichen Ergebnis. Und das war jenes gewesen, welches bei Pansy nicht angeschlagen hatte. Verdammt! Mürrisch warf er seine Feder vor sich, die entgegen seiner Erregung lautlos und sanft gen Tisch schwebte. Sein Gesicht in die Hände vergraben, wiederholte er leise. Verdammt! Selbstzweifel gehörte zu den Gefühlen, die er nie wieder spüren wollte. Das war eine der wenigen Emotionen, die zu empfinden er in all den Jahren noch immer in der Lage gewesen war, und momentan wurde er von diesem Gefühl eingenommen. Selbstzweifel, Unsicherheit, Zerrissenheit. Severus legte eine Hand auf seinen Bauch. Wie schon in den letzten Monaten zum Glück nur vereinzelt auftreten, bekam er auch in dieser Situation Magenschmerzen. Doch dieses Mal würde er einen der von ihm selbst gebrauten Tränke gegen Beschwerden dieser Art einnehmen müssen. Damals, gleich nach Lillys Tod, hatte er sich seinen Gram in die Schleimhäute seines Magens gefressen, was er mit Poppys Hilfe in den Griff bekommen hatte. Schon seit längerer Zeit, seitdem er seinen Frieden mit Harry geschlossen hatte, wusste Severus, dass diese unerwartete Fähigkeit, empfinden zu können, ihm aufs Neue auf der Seele liegen würde, und genau das hatte er damals verhindern wollen.
Ohne Hermines Pastillen hätte er seinen Qualen längst ein Ende bereitet. Severus seufzte, bevor er die letzten 5 Pergamente zerknüllte und achtlos hinter sich warf. Er atmete einmal tief durch und widmete sich hartnäckig der Stöchiometrie, überprüfte im Vorfeld nochmals die Summenformeln der Ausgangsstoffe, bevor er sich an die zeitraubende Reaktionsgleichung wagte. Der Fehler, wenn es denn einen gab, konnte nur in der Berechnung für die Summenformel des Basiliskengiftes liegen, denn die Angaben von Kalidita, der damals in Hogwarts als Heiler gearbeitet hatte, waren eventuell ungenau. Auf die gleiche Vermutung kam Hermine, nachdem sie ihr 6. Pergament nochmal überflog, nur um zu bemerken, dass sie auf genau dieselben Berechnungen schon 5-mal zuvor gekommen war. Verdammt! Fauchte sie gereizt, und Fellini fühlte sich persönlich angesprochen und suchte vorsichtshalber das Weite. Sie rieb sich das Gesicht mit beiden Händen, stöhnte weinerlich und fluchte aufgebracht, doch das half ihr nicht weiter. Niemanden könnte sie in dieser Angelegenheit um Hilfe bitten, denn sie war sich sicher, dass Rechnen in Bezug auf Zaubertränke weder Harrys heimliches Steckenpferd darstellte, noch das von Remus. Ihr fiel bis auf Albus niemand ein, den sie um Hilfe bitten könnte. Doch Severus hätte den Direktor sicherlich längst gefragt, würde er sich etwas davon versprechen. Blöder Basilisk! Von diesen Kreaturen wusste man viel zu wenig, über ihr Gift noch weniger. Dass diese Wesen einzigartig waren, zeigt allein schon die Tatsache, dass ihr Toxin nicht lähmte, wofür Schlangengift in der Regel bekannt war, sondern das vegetative Nervensystem anregte. Tödlich war es trotzdem, zumindest bei Abraxanern. Den Grund konnte man nur erahnen. Hermine konnte nicht einmal mit Sicherheit sagen, warum ein Basilisk überhaupt über Giftdrüsen verfügte, wo er doch seine Opfer mit einem einzigen Blick töten könnte. Wozu also das Gift? Die ganze Zeit über hatte sie einen Namen im Hinterkopf. Wer weiß am besten über Basilisken Bescheid? Mit strengem Lehrerblick betrachtete sie ihren Kater. Au! Machte Fellini vorsichtig. Richtig, Corvinius Kalidita. Mal sehen, ob ich seinem Gemälde in Bobbys Büro ein paar Worte entlocken kann. Zuversichtlich sprang sie von der Couch, um etwas Schickeres anzuziehen, denn auch wenn es, sie stutzte, denn offenbar hatte sie die Zeit vergessen, bereits 2:30 war, war sie fest entschlossen, ihr Vorhaben nicht zu verschieben. Hogwarts Gänge waren kalt. Die meisten Herren und Damen in den Gemälden schnarchten, als Hermine leise die sich bewegenden Treppen hinunterging, um im 1. Stock den Krankenflügel aufzusuchen. Mr. Kalidita war ein magisches Gemälde, würde aber nicht sprechen. Das hatte zumindest Severus von Remus erfahren und er wusste es von Poppy selbst. Der Zutritt zum Krankenflügel lief problemlos vonstatten, aber dass sie auch mit Leichtigkeit in Poppys Büro eintreten konnte, machte sie skeptisch. Was tun Sie hier? Hörte man eine Frauenstimme im Dunkeln sagen. Erschrocken drehte sich Hermine um. Eine Hand auf der Brust sollte ihr Herz beruhigen. Poppy entzündete mit einem Incendio alle Lichter. Miss Granger, Hermine, was tun Sie hier? Sie musste gerade dem Bett entstiegen sein, denn sie war in einen Morgenmantel mit üppig fallendem Stoff gehüllt. Auf dem Kopf trug sie eine altmodische Schlafhaube. Ich bin im Moment um Worte verlegen. Ein gequältes Lächeln lag auf Hermines Gesicht. Ich wollte nicht stehen, falls Sie das vermuten, Poppy. Nein, das würde ich auch nicht von Ihnen denken. Wie kann ich Ihnen... Sie blickte zur Standuhr hinüber. Um kurz nach 2:30 behilflich sein. Schuldbewusst betrachtete Hermine ihre Fingernägel. Ich hätte nicht unangemeldet kommen sollen. Das tut mir leid. Sie sind Heilerin, Hermine. Eine Kollegin. Ich würde Ihnen bestimmt keine Steine in den Weg legen. Was Sie auch tun oder worüber Sie auch Nachforschungen anstellen. Aber Sie müssen auch verstehen. Poppy drosselte ihre aufgebrachte Stimme und fuhr sanfter fort. Dass es immer wieder ein großer Schreck ist, mitten in der Nacht von dem Alarmzauber geweckt zu werden. Es tut mir so leid. Wesentlich gelassener, sagte Poppy. Naja, es kommt zum Glück sehr selten vor. Ich werde Ihre magische Signatur dem Schutzzauber zuführen, damit Sie ein- und ausgehen können. Ein Wutsch mit dem Zauberstab später nickte Poppy selbstzufrieden.
Erst jetzt blickte sich Hermine in Poppys gemütlich wirkendem Büro um. In drei Stellen hingen Gemälde. Eines zeigte eine hochnäsig wirkende Frau mit Schönheitsfleck über der linken Oberlippe, den sie Hermines Meinung nach wirklich nötig hatte, denn hübsch anzusehen war sie nicht. Sie wirkte wie eine Karikatur. In einem anderen Bild war ein alter Mann mit schlohweißem Haar abgebildet, der dösig in einem weichen Sessel saß und die Szenerie nur mit einem halbwachen Auge verfolgte. Das dritte Gemälde musste den Gesuchten darstellen. Vom Alter her passte es, denn Kalidita war laut der Bücher gerade mal 34 Jahre alt geworden. Allerdings war nicht schriftlich festgehalten worden, dass er so gut ausgesehen hatte. Wenn Sie nur meine Dekoration betrachten wollten, Hermine, dann hätten Sie auch am Tage kommen können. Verzeihung, Poppy. Ich wollte ein Wort mit Mr. Kalidita wechseln, wenn er nichts dagegen hat. Sie blickte zu dem jungen Mann hinüber, dessen strahlend blaue Augen vor Neugierde funkelten. Ihm gegenüber begann die Dame mit dem Schönheitsfleck hinter vorgehaltener Hand zu kichern und das Funken in Kalditas Augen verstarb. Er blickte zu Boden und täuschte Desinteresse vor. Als Hermine ihre Augen von ihm lösen konnte und die alte Heilerin anblickte, da bemerkte sie, dass Poppy so erstaunt zu sein schien, dass ihre Augenbrauen unter der tief sitzenden Schlafhaube verschwunden waren. Sie möchten mit... Poppys Blick huschte zu besagten Gemälde hinüber, dann wieder zu Hermine. Wenn Sie es schaffen, nur zu. Sie klang ein wenig enttäuscht. Ich werde Sie allein lassen. Gute Nacht, Hermine, und viel Glück. Gute Nacht, Poppy. Die Tür schloss sich hinter der Heilerin, die sich nun wieder ins Bett begeben würde. Was genau Hermine das Gemälde fragen wollte, wusste sie selbst nicht. Zudem war es zweifelhaft, ob es gerade ihr gelingen würde, woran andere gescheitert waren, Mr. Kalidita zum Reden zu bewegen. »Not so«, drängte die Frauenstimme aus dem Gemälde hinter Hermine, doch sie schenkte der hochnäsigen Dame keinerlei Beachtung. Hermine konnte sehen, wie Kalidita seinem Gegenüber einen mürrischen Blick zuwarf, aber dann seinen Kopf drehte und sie ignorierte. »Mr. Kalidita, ich bin Hermine Granger. Ich bin, wie Sie von Madame Baumfrey eben erfahren haben, Heilerin.« Seinen Blick hatte Kalidita noch immer abgewendet. »Bitte, ich möchte gerne mit Ihnen über etwas reden, wovon Sie mehr verstehen als jeder andere.« Seine Neugierde schien wieder aufzuflammen, denn er beäugte sie aus den Augenwinkeln. »Ich habe in einem Buch über Sie gelesen und über Ihre Arbeit, die ich übrigens sehr beeindruckend finde.« Etwas zu schmeicheln, dachte Hermine, könnte nicht schaden, solange sie dabei nicht log, und das tat sie nicht. Endlich schaute er sie an, was ihr ein kleines Triumphgefühl bescherte, doch leider macht er nichts anderes. »Sie können sich sicherlich denken, von was ich spreche.« Ihre Stimme war zaghaft. »Ich habe vor kurzer Zeit das Glück gehabt, einen Basilisken zu sehen.« Seine Augen gewannen mit einem Mal wieder an Lebendigkeit. Er schien kurz davor, sie mit einem Schwall an Informationen erschlagen zu wollen, doch er blieb stumm. »Es ist uns gelungen, die Giftdrüsen zu entfernen und mitzunehmen.« Wegen seines schockierten Gesichtsausdrucks erklärte sie schnell. »Das Tier ist tot, seit einigen Jahren schon.« Erleichtert schloss er einen kurzen Moment die Augen, bevor er in ihre blickte und auf weitere Anekdoten zu hoffen schien. »Auch ein paar Schuppen haben wir mitnehmen können.« Der Herr, dessen Augenfarbe an einen Bergsee erinnerte, lächelte freundlich gesinnt. »Ich stehe vor einem Problem, ich...« Hermine blickte zu dem Gemälde mit dem alten Mann hinüber, der war in seinem Sessel längst wieder eingeschlafen. Die hochnäsige Dame hinter Hermine jedoch hatte ihren Hals gestreckt, um lauschen zu können, weswegen Hermine näher an Kaliditas Gemälde heranging, um leiser sprechen zu können. »Ich brauche Hilfe, sehr dringend sogar, und ich bin der Überzeugung, dass es für Sie eine Leichtigkeit wäre, mir ein wenig unter die Arme zu greifen. Würden Sie mir helfen?« Möglicherweise hatte sie ein bisschen zu flehend geklungen, doch sie hatte sich nicht verstellt. Der Hundeblick konnte gegebenenfalls zu viel sein, schalt sie sich selbst, aber bei Ron und Harry hatte er immer gewirkt. Sie war verzweifelt, und das durfte er ruhig hören und auch sehen. Kaliditas Mund öffnete sich ein wenig und seine Lippen bewegten sich, als würde er etwas sagen wollen,
Doch kein Wort war zu vernehmen. Bitte, hauchte sie. Das letzte Wort hatte sie so beschwörend ausgesprochen, dass Candida sich endlich einen Ruck gab. Doch das, was Hermine hörte, irritierte sie. Summte er in verschiedenen Tonlagen, als wäre das Wort, das er von sich geben wollte, so lang wie eine Gummischlange aus dem Honigtopf. Es wollte einfach nicht an einem Stück über seine Lippen kommen, und in diesem Augenblick verstand Hermine seine Abneigung zu sprechen. Hinter sich hörte sie, wie die Frau aus dem Gemälde ihn auf gemeine Weise nachäffte und über ihre Imitation schrill lachte. Mr. Kalidita kann nicht einmal seinen Namen sprechen, ohne über ihn zu stolpern. Blitzschnell drehte sich Hermine um und schimpfte. Das ist wirklich unverfroren. Jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, warum der Maler sie karikiert hat. Ihre Garstigkeit hat er allerdings ganz wunderbar ausgearbeitet. Das hässliche Grinsen verschwand aus dem Gesicht der Dame und wurde durch einen erbosten Gesichtsausdruck ersetzt. Ich höre wohl nicht recht, schimpfte die Frau. Und das von einem Weibsbild, das nie etwas von einer Bürste gehört zu haben scheint? Zumindest brauche ich keinen Schönheitsfleck, der die Augen von einem hässlichen Gesicht ablenkt. Das ist ja wohl. Die Dame war so vor den Kopf geschlagen, dass ihr sogar die Sprache wegblieb. Mit klopfendem Herzen wandte sich Hermine wieder an Kalidita, der zu ihrem Erstaunen mit gehässiger Miene zu seinem weiblichen Gegenüber starrte, bevor er seinen Blick senkte, um Hermine ansehen zu können. Wenn Sie gestatten, Mr. Kalidita, würde ich Sie gerne ausleihen und mit auf mein Zimmer nehmen. Ich bringe Sie zurück, wann immer Sie möchten. Aber ich glaube, hier kann man sich nicht ungestört unterhalten. Erleichterung machte sich in ihr breit, denn der hübsche Mann in dem Gemälde nickte zustimmend. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.